Hallo, liebe Fotofreunde. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch einfach mein neues Schätzchen vorstellen. Ich habe mir eine neue Kamera gegönnt. Diesmal eine zweiäugige Spiegelreflexkamera. Dazu mehr nach dem Intro. Ja, die Kamera stammt aus den 60er Jahren. Wenn ich die hier vorne aufmache, kommt hier ein Yashica Mate LM zum Vorschein. Sehr praktisch, das Unterteil von der Tasche kann man entfernen. Und ich liebe sie wirklich, diese wunderschönen Twin Lens Reflex Kameras. Verbaut ist hier ein 80 mm Yashinon 1:3,5 Objektiv und ihr seht hier vorne, LM steht vermutlich einfach für Leitmeter. Von der Funktionsweise ist er eigentlich wie jede übliche Twin Lens Reflex Kamera aufgebaut. Hier oben habt ihr zwei Räder, da kann man Blende und Verschlusszeit einstellen. Das ist vielleicht bei Yashica ein Unikum. Ich glaube bei der, ist es genauso. Ja, keine Ahnung. Bla bla bla, wieder versprochen. Die Kamera hat hier oben zwei Räder. Da könnt ihr Blende, Verschlusszeit einstellen, abzulesen. Hier oben an diesem kleinen Fenster, also ich kann die Kamera hier praktisch in der Hand halten, kann hier an dem Rad meine Verschlusszeit verstellen und kann hier stufenlos die Blende verstellen. Der Lichtmesser funktioniert hier über eine Selenzelle. Hier oben wird ein Lichtwert abgelesen. Dieser Lichtwert wird hier unten an diesem Punkt eingestellt und je nachdem kann ich dann hier Blende, Verschlusszeit ablesen und hier manuell einstellen. Ja, ich habe hier an der Seite noch einen Selbstauslöser. Jawohl, hier sieht man dieses kleine Nippelchen, das hier. Ich habe noch nicht ausprobiert, ich will ihn jetzt auch gerade nicht ausprobieren, ich habe noch Film drin. Und ja, auf der anderen Seite findet ihr den üblichen Aufzug, die Aufzugskurbel. Hier habe ich auch noch mal Angaben, eine Tabelle, die in ASA stehen. Genau. Das ist der Yashica Mate LM. Soweit. Praktisch finde ich hier zum Beispiel auch an dem Gehäuse, dass ich, wenn ich hier dieses Ledercase abmachen will, ziehe ich hier zwei Laschen hoch und dann kann ich die Kamera hier einfach rausmachen. Genau. Natürlich hier auch so. So sieht sie dann von hinten aus. Unten auf der Unterseite haben wir den üblichen Drehverschluss, der hier quasi diesen Haken vorschiebt und dann kann ich die Rückwand entriegeln. Das war es soweit auch schon an Bedienelementen. Oben der Lichtschachtsucher. Schauen wir mal, ob ich euch da einen Blick durchgewähren kann. Hier seht ihr es ein bisschen. Sehr schön finde ich, dass der eine Mattscheibe hat, die diese Quadrate aufgemalt hat. Also hier kann ich auch gucken, ob ich mein Bild gerade mache. Und innen drin ist noch so ein kleines Scharfstellfenster. Also hier seht ihr diesen runden Kreis. Wenn ich da jetzt scharf stelle, dann habe ich das noch als Fokushilfe zur Verfügung. Meine ersten Versuche mit der Kamera habe ich vor 3 Wochen gemacht, habe einen Film, einen Fomapan verschossen
Und ich zeige euch gerade mal die Resultate. Ich habe bei den negativen einmal den Lichtmesser benutzt, dann habe ich den Lichtmesser im Handy benutzt und dann habe ich auch noch ein paar Blitzaufnahmen gemacht. Hier könnt ihr jetzt gerade die negative sehen. Da war ich bei meinem Schwager in der Garage, der hat eine kleine Motorradwerkstatt, da habe ich die Harley fotografiert. Das sind jetzt Bilder mit Blitz, die ein bisschen, ja, unterbelichtet sind. Da ist im Bild gar nichts geworden. Und hier kommen jetzt die Bilder, die ich im Prinzip mit dem Lichtmesser von der Yashica gemacht habe. Die sind natürlich gnadenlos unterbelichtet. Überbelichtet, Entschuldigung. Ja, hier zum Schluss sehen wir eins. Das habe ich dann mit dem Handy-Lichtmesser gemacht. Da ist es schon deutlich höher. Das Negative ist auf jeden Fall mit dem eingebauten Belichtungsmesser. Hier wieder eins mit dem Handbelichtungsmesser. Was diese Kamera auch noch im Lieferumfang mit hatte, war die kleine Sonnenblende, die man via Bajonett ganz einfach aufsetzen kann, wenn man den richtigen Winkel trifft und dann verriegelt die. Ist sicherlich in Gegenlichtsituationen sehr hilfreich. Und ich finde, sie ist relativ kompakt, wenn ich das jetzt mit einer Mamiya C220 Vergleich. Da sieht man doch schon einen deutlichen Größenunterschied. Auch wenn man das mal auf die Seite legt, ist hier doch wesentlich wesentlicher Größenunterschied zu erkennen. Fantastische Kamera hat ihre Berechtigung. Die nehme ich genauso gerne wie meine anderen Mittelformatkameras. Aber jede Kamera hat bekanntlich ihren Vorteil und auf Reisen, denke ich, bin ich mit dem guten Stück hier ganz gut bedient, brauche keine große Tasche. Also mir hat sie im ersten Durchgang wirklich Spaß gemacht und ich zeige euch jetzt einfach auch mal ein paar Abzüge, die ich mittlerweile entwickelt habe. So, das war das Setup, was ich benutzt habe bei meinem Schwager in der Garage. Ich muss jetzt mittlerweile hier das mal quer hinlegen, sonst kriege ich es nicht ins Bild rein. Hier den Blitz, das ist ein ganz normaler Sunpack-Blitz mit AA-Batterien, der manuell als auch ja schon eine kleine Automatik drin hat. Dann habe ich hier das PC-SYNC-Kabel angeschlossen und bin dann mit diesem schönen kleinen Setup hier unterwegs gewesen. Ganz praktisch, wenn man das hier hält, hat man noch eine Unterstützung und kann auch gleichzeitig recht praktisch scharf stellen. Genau. Fotografiert habe ich hier die Harley, die mein Schwager gerade repariert hat. Hier seht ihr dann auch noch mal beim Schrauben. Und wie gesagt, das war jetzt der Blitz eingestellt, Blende 8 und mit einer 125stel Verschlusszeit. Also ihr habt ja vorhin schon gesehen, dass die Negative relativ dünn geworden sind. Dementsprechend musste ich natürlich experimentieren mit der Belichtung am Vergrößerer. Ich mag das Bild hier ganz gern. Es ist relativ dunkel in diesem unteren Bereich geworden. Hier seht ihr, dass trotz Blende 8, also Fokus liegt hier vorne ganz klar auf dem Tank, mein Schwager hier hinten ein bisschen unscharf geworden ist. Ich versuche euch das gerade mal zu zeigen. Das sieht man eher vom Nahen. Na? Und ja, ein Bild, was mir leider nicht gelungen ist, war das hier. Da verschwimmt hier so dieser Harley-Schriftzug in der Unschärfe und ich habe die Schärfe ganz klar hier unten auf diesen Deckel gelegt. Also da darf ich noch ein bisschen üben mit der guten Yashica LM. Ansonsten aber eine tolle Kamera, die, finde ich, tolle Abzüge hervorbringt. Zeige es euch noch mal kurz. Besonders das Bild hier gefällt mir, weil gerade hier dieser Luftfilter so schön rauskommt und hier oben natürlich der Tank sehr prägnant ist mit dem Harley-Davidson-Schriftzug. Ja, das waren soweit die Ergebnisse.
Ja, mein erster Eindruck vom Yashicamat LM fällt natürlich positiv aus. Gut, ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Praktisch finde ich eben hier diese Steuerung, diese beiden kleinen Räder, die man beim Fotografieren sehr schnell verändern kann und beim Blick drauf auch immer gleich sieht, was man eingestellt hat. Ob ich mich auf den Lichtmesser verlassen kann, das muss ich noch mal gegenmessen, überprüfen. Das weiß ich nicht so genau. Ich hoffe, dass die Verschlusszeiten, die müssten eigentlich so halbwegs stimmen. Mein problematisch wird es ja immer erst bei den längeren. Die habe ich noch nicht ausprobiert bei der Kamera. Also zumindest noch nicht in der Praxis getestet. Schön finde ich auch, dass diese kleine Sonnenblende dabei ist. Das freut mich sehr. Und ja, ich habe immer ein bisschen Mühe, mit diesen Teilen zu fokussieren. Deswegen muss ich auch immer die Lupe ausklappen. Aber da werde ich mich sicher dran gewöhnen. Sehr schön ist auch, dass das nochmal eine Fokushilfe hier in der Mitte mit verbaut ist und nicht nur auf der Mattscheibe. Gefällt mir auch sehr gut. Von daher ist es, denke ich, eine Investition wert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit dem Yashicamat LM, EM oder 124 gemacht habt. Ist ja keine seltene Kamera und ist ja nach wie vor auch eine sehr gefragte Kamera, die immer gerne als Alternative natürlich auch zur Rolleiflex genommen wird. Könnte fast so eine kleine Kopie sein, aber wir wollen da ja nichts unterstellen. Haltet mich mal auf dem Laufenden, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Von daher bleibt gesund und tschüss.